3 Ross, 4 Smith. Die Nummer 5 trägt Lloyd, 6 hat Hughes, 7 Keegan, Nummer 8 trägt Evans, Nummer 9 Highway, Nummer 10 Hall und Nummer 11 Callaghan. Bayern München hat im Tor mit Nummer 1 Meyer, die Nummer 2 trägt Koppenhofer, die Nummer 3 Breitner, 4 ist Schwarzenbeck, 5 Beckenbauer, 6 Roth, 7 Schneider, 8 Krauthausen, 9 Müller, 10 Hoeneß und 11 Sühnholz. Und das war der Ankick zu diesem mit Spannung erwarteten Europacup-Schlager zwischen dem FC Liverpool und Bayern München. Bayern München in roten Dressen, also auf ihren Bildschirmen in dunklen Dressen von links nach rechts. Der FC Bayern spielt ganz in Weiß, von rechts nach links und ganz in Rot. Das ist der FC Liverpool. Das war mein erster Fehler, aber hoffentlich der einzige. Eckball für den FC Liverpool. Highway und Seppelmeier. Also noch einmal, FC Bayern ganz in Weiß, von rechts nach links. Der FC Liverpool ganz in Rot, von links nach rechts. Gerd Müller sollte zu Sühnholz kommen. Freistoß für den FC Bayern. Die Nummer 2, Koppenhofer für Krauthausen. Keegan. Die beiden Mannschaften sind einander in diesem Jahr schon einmal in einem europäischen Cup-Bewerb gegenübergestanden. Und zwar im Messepokal. Damals gewann Liverpool hier mit 3:0. Und Udo Lattek, der Betreuer der Bayern, hat uns gestern gesagt, so etwas passiert uns nicht noch einmal. Wir haben jetzt einen Freistoß für den FC Liverpool. Die Nummer 6, Hughes, ein Mann, der zum englischen Teamkader gehört, hat abgeschossen. Und Sepp Maier hatte erstmals Bekanntschaft gemacht mit dem hohen, gefährlichen Spiel der Briten. Lloyd. Smith. Gerd Müller wird natürlich sofort hart attackiert, man weiß, er ist nicht ganz fit angetreten, er hat eine Knieverletzung, er hat noch gestern gesagt, er kann heute nicht spielen, heute ist er dabei, er versucht es halt. 6 Bulle Rot, auch er angeschlagen, eine Rissquetschwunde am Knie, unterhalb des Knies, sie wurde abgepolstert. Und der bullige Bulle Rot versucht doch hier in Liverpool seine Mannschaft zu verstärken. Er, die Nummer 6, ist ein wesentlicher Spieler in diesem Team gegen die Briten. Ein kampffreudiger, konditionsstarker Spieler. Jetzt ist er wieder am Ball. Zu Gerd Müller. Zu Sühnholz, die Nummer 11. Uli Hoeneß. Smith, wieder Hoeneß, Gerd Müller, Hoeneß, Schneider war jetzt am Ball,
Gerd Müller. Krauthausen, ein Foul an Krauthausen von Lawler. Lawler, die Nummer 2, auch ein englischer Teamspieler, als harter Mann verschrien. Rot abgespielt für Beckenbauer. Und Sühnholz hat versucht zu tricksen. Das ist Steve Highway gewesen. Ross. Der FC Liverpool hat für dieses Spiel Evans reaktiviert. Er hat zuletzt nicht in der Kampfmannschaft gespielt. Evans, er hat aber alle drei Tore im März im Messe Cup gegen den FC Bayern geschossen. Und das ist ein gefährlicher Angriff. Keegan, er ist der Millionenstürmer des FC Liverpool. Highway, er trägt die Nummer 9 und einen Schnurrbart. Wir kennen ihn aus dem Spiel Österreich gegen Irland in Dublin, damals als Linksaußen gegen Hans Schmiedradner. Schmiedradner hatte ihn damals gut im Griff. Aber die Gefährlichkeit von Highway kam zum Ausdruck. Verfehlt von Seppelmeier. Aber Schiedsrichter Gonella hat entschieden auf Freistoß für den FC Bayern. Wenn ich Ihnen die beiden Mannschaften vielleicht noch etwas vorstellen darf. Smith, die Nummer 4. Ist der Mannschaftskapitän des FC Liverpool. Lawler, die Nummer 2, ein englischer Teamverteidiger, der es auch versteht anzugreifen. Im Mittelfeld die Nummer 6, Hughes, der Spielmacher, zusammen mit der Nummer 11, Callaghan. Über Evans habe ich Ihnen schon vieles erzählt, das ist die Nummer 8. Und 9 ist Highway. Den FC Bayern kennen wir ja in Wien besonders gut. Spieler wie Meier, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth und Müller sind ein Begriff im österreichischen Fußball und bei den österreichischen Fußballfreunden. Es beginnt jetzt hier etwas stärker zu regnen. Es war den ganzen Tag über trocken, aber kalt. Und so als hätte sich der FC Liverpool diesen Regen bestellt, so setzt er jetzt auch mit Spielbeginn ein. Krauthausen, aber recht sicher die Abwehr des FC Liverpool. Bulle Roth für Koppenhöfer. Sollen wir das einstellen, die Uhr? Freistoß für Liverpool. Smith, der Mannschaftskapitän, legt sich den Ball auf. Hall.
Ja, das war der erste gefährliche Schuss von Keegan. Kevin Keegan, ein Millionenstürmer des FC Liverpool. Rot, Smith, Highway, wir stehen in der 10. Minute dieses Europapokalspiels. Und Spielstand zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool 0-0. Beckenbauer, er ist der Kapitän des FC Bayern. Und Breitner hat zurückgespielt zu Tormann Seppelmeier. Callaghan ist jetzt am Ball. Ein Routinier in der Mannschaft. Er hat von den bisher 47 Spielen des FC Liverpool in europäischen Fußballcup-Bewerben seit 1964 alle mitgemacht, bis auf 6 Spiele. Also die Nummer 11, Callaghan, Routinier des FC Liverpool. Schiedsrichter Sergio Gonella weist die Fotografen etwas zurück. Sie weichen nicht zurück und er lässt doch weiterspielen. Postwendend hat Meyer diesen Ausschuss von Hall zurückbekommen. Müller, Sie sehen, sehr, sehr defensiv der FC Bayern. Müller an der 16er Linie. Aber ich glaube, es ist nicht nur Defensivkonzept, dass Müller so weit hinten spielt. Es ist auch die Verletzung, die ihn behindert. Highway für Hall. Smith. Keegan war jetzt am Ball. Sühnholz für Koppenhöfer. Wieder Sühnholz. Wolleroth. Sühnholz, der Versuch eines Schusses. Udo Lattek, der Betreuer des FC Bayern, hat sich den FC Liverpool vor 10 Tagen angesehen. Er hat das Spiel gegen Chelsea gesehen, ein 0-0, und er hat nachher geäußert: Nun, der FC Liverpool ist nicht mehr so stark wie im Frühjahr dieses Jahres. Und das hat man ihm übel genommen hier in Liverpool. Bill Shankly, der Manager des FC Liverpool, seit 1959 Manager, hat gesagt: Nun, wir werden Udo Lattek heute überzeugen, dass wir noch stärker sind.
Und was man bei der ganzen Geschichte Lattek am ärgsten genommen hat, er ist etwas vor Spielschluss weggegangen. Und das hat man hier in England als eine Unhöflichkeit verstanden. Eckball für den FC Liverpool. Hall wird diesen Eckball treten. Wir sind in der 14. Minute. Der Eckball muss wiederholt werden. Nochmal Hall. Nun und der Schuss, Sie haben selbst gesehen, ging auf das Dach des Stadions an der Anfield Road. Der Schuss von Lloyd, vom Libero des FC Liverpool. Hier haben Sie in großem Bild Lloyd. Nein, das ist Smith mit der Nummer 4. Geschossen hat aber Lloyd, die Nummer 5, der Libero des FC Liverpool. In der ersten Viertelstunde konnte keine der beiden Mannschaften das Spiel in den Griff bekommen. Beide Teams eher übervorsichtig. Liverpool und Bayern mit nur zwei Sturmspitzen. Und das war jetzt Keegan. Er wollte Evan einsetzen, aber das ist eben daneben gegangen. Evans noch einmal, die Nummer 8. Keegan. Callaghan und Keegan. Auch die Bayern übervorsichtig. Zwei Spitzen. Die Nummer 11, Sühnholz und Bullerot, aber Rot hilft auch im Mittelfeld aus. Also praktisch eine Sturmspitze, Sühnholz. Beckenbauer und Krauthausen hat diesen Pass versäumt. Smith, Ross, Evans, ein Foul für den FC Liverpool, ein Freistoß für den FC Liverpool, Foul an Evans. Hughes. Für Highway. Und Eckball für den FC Liverpool. Unkontrolliertes Spiel auf beiden Seiten. Freistoß für Liverpool nach diesem Foul von Roth an Callaghan. Highway. Sie sehen, die Briten kalkulieren den Zufall ein. Sie spielen nicht so präzise, sie spielen nur wuchtig in den Gefahrenbereich des FC Bayern hinein. Beckenbauer, er kann sich diese Spielerei erlauben. Er verfügt über eine so glänzende Technik,
dass er den Ball jederzeit unter Kontrolle hat. Evans, und das war der erste gefährliche Schuss von Evans, von jenem Mann, der diesen psychologischen Effekt hier erzielen soll. Durch seine Einstellung soll Bayern geschockt werden, soll Bayern erinnert werden an die 3 Tore des Spieles im März hier in Liverpool. Keegan und wieder unpräzise von Hall. Kam nicht durch gegen Koppenhöfer. Callaghan. Ja, und das war ein abgefälschter Schuss von Hughes. Von Hoeneß abgefälscht. Die Bayern wissen, was da an ihnen und an ihrem Tor vorbeigegangen ist. Hier haben sie Hughes, die Nummer 6, er hat diesen Schuss fabriziert. Eckball für den FC Liverpool, ausgeführt von Callaghan und Kopfball von Keegan. Es tauchen hier Sprechchöre auf. Keegan, Keegan. Kevin Keegan, die Nummer 7, ist der Liebling des Liverpooler Publikums. Hall. Lawler und wieder Müller am eigenen Strafraum. Ein umfunktionierter Goalgetter. Lloyd. Und Evans.
Großartig hier reagiert von Sepp Maier. Also dieser Evans ist wirklich ein gefährlicher Striker, ein gefährlicher Torschütze des FC Liverpool. Das hat er jetzt hier angedeutet. Das hatte er ja schon bewiesen, eben mit den 3 Toren im Messecup. Der Druck des FC Liverpool wird jetzt etwas stärker. Wieder Eckball, Highway. Die Bayern-Abwehr hat alle Füße voll zu tun. Noch ein Eckball. Keegan, Meyer und Foul an dem in der Luft befindlichen Tormann Meyer. Freistoß für den FC Bayern. Bringt wieder eine Verschnaufpause, schafft Luft in dieser Abwehrschlacht, die der FC Bayern hier bestreiten muss. Schwarzenbeck, eine Vorsichtsmaßnahme. Beckenbauer. Rot für Koppenhöfer. Callaghan. Ross. Keegan, Ross, Keegan. Und einer der zahlreichen Eckbälle für Liverpool. Der FC Liverpool bestreitet heute hier sein 48. Spiel in einem europäischen Fußballbewerb. Er ist seit 1964 immer dabei, entweder im Messecup, im Europapokal der Cupsieger oder im Europacup der Meister. Hall.
Eine große Chance. Callaghan, vergeben von Keegan, der sich hier umständlich gezeigt hat, verkehrt zum Tor stehen, hat Keegan diese Möglichkeit nicht realisieren können. Hier haben sie Keegan Nummer 7 mit Uli Hoeneß Nummer 10. Eine halbe Stunde ist gespielt an der Anfield Road in Liverpool und noch immer 0:0 zwischen dem FC Liverpool und Bayern München. Der FC Liverpool hat in der ersten Runde des Europacups der Cupsieger Servette Genf ausgeschaltet. Ein 2:0 Sieg hier in Liverpool, eine 1:2 Niederlage in Genf. Bayern erreichte dieses Spiel hier durch einen 1:0 Erfolg bei Skoda Pilsen und durch einen 6:1 Erfolg über die gleiche Mannschaft in München. Sühnholz für Schneider. Und jetzt einmal auch ein Eckball für den FC Bayern. Der erste Eckstoß für die Münchner. Schwarzenbeck, Müller, Beckenbauer für Sühnholz, Freistoß für den FC Bayern. Hoeneß wird eingesetzt von Müller, Koppenhöfer. Beckenbauer, Rot. Ja, das war ein Freistoß von Bulle Roth. Er ist Spezialist für Freistöße, aber dieser Ball ist ihm nicht ganz geglückt. Ja, das sollte ein Doppelpass werden zwischen Keegan und Hughes. Ist missglückt, wie vieles in diesem Spiel bisher von beiden Seiten missglückt ist. Und der Plan des FC Liverpool, die Deutschen mit einem schnellen Tor zu überraschen, aus der Defensive zu locken, ist bis jetzt nicht aufgegangen. Sühnholz, ja. Mit dem Ausschuss von Seppelmeier hätte er beinahe das Tor des FC Liverpool, das Tor gefährden können. Evans, Highway, Sühnholz.
Beckenbauer, Müller, Uli Hoeneß, Roth. Und Sie haben jetzt bei diesem Zweikampf gesehen, Roth hat im letzten Augenblick zurückgezogen. Er ist unsicher durch die Wunde, die er unter dem linken Knie aufzuweisen hat und die nur abgepolstert ist, abgepolstert für Zweikämpfe gegen die Spieler des FC Liverpool. Smith, ein direkter Freistoß, bereitet Seppelmeier kaum Schwierigkeiten. Rot für Schneider, aber da war die Beinschere von Smith. Wieder Beckenbauer, Hoeneß, die Deutschen verzögern. Sie wollen die Wucht des FC Liverpool etwas ableiten. Nicht so, Callaghan und wieder unkontrolliert, Evans, Highway. Und Schwarzenbeck hat gerettet. Keegan für Ross. Ja, irgendwo fehlt dem Angriffsspiel des FC Liverpool die Linie. Es ist viel zu viel auf Zufall aufgebaut. Man glaubt, mit der Wucht die Deutschen niederrennen zu können. Aber man findet hier sozusagen einen gleichartigen Partner, einen gleichartigen Gegner. Die Deutschen sind ebenso kräftig. Sie verstehen es bisher, den FC Liverpool in Schach zu halten. Der FC Liverpool ist derzeit Achter in der englischen Meisterschaft nach 13 Runden. Er ist 4 Punkte hinter Manchester United, das die Tabelle anführt. Bayern München, Zweiter der Bundesliga. Beckenbauer, er blickt etwas finster, angestrengt von dieser Abwehrschlacht, die gegen Liverpool zu bestreiten ist. Müller, letzter Einsatz gewesen. Ross. Der Regen wird jetzt stärker, vielleicht mit ihm auch der Angriff des FC Liverpool. Krauthausen. Foul war das von Hoeneß an Keegan. Natürlich Freistoß für die Engländer. Nein, Schiedsrichter gibt Out-Einwurf.
Smith. Für Hall. Torabstoß vom Tore der Münchner. Hier war ein Foul an Sünholz. Koppenhöfer, Beckenbauer, Koppenhöfer. Noch 5 Minuten zu spielen in der ersten Hälfte und noch immer 0:0 zwischen dem FC Liverpool und Bayern München im Europapokal, der Cupsieger in der zweiten Runde dieses Bewerbes. Smith, und hat Meyer diesen Ball berührt? Ja, Eckball für Liverpool. Das war klares Foul an Meyer, nicht gegeben vom Schiedsrichter, sondern Eckball für den FC Liverpool. Das war sicher ein Fehler von Sergio Gonella, dem Italiener. Highway. Lloyd. Und jetzt auf Abseits entschieden. Sir Alf Ramsey, der Kapitän des englischen Verbandes, ist hier unter den Zuschauern. Er beobachtet natürlich seine Teamspieler in erster Linie und Spieler, die in Frage kommen für seine Mannschaft. Das ist Hall und Beckenbauer. Ein klares Foul an Smith von Krauthausen. Schlussoffensive sozusagen vom FC Liverpool vor der Pause. Müller, er hat bisher fantastisch durchgehalten. Er hat aufopfernd gespielt in der Abwehr und im Mittelfeld. Überhaupt konzentriert sich das Spiel beider Mannschaften sehr, sehr stark auf das Mittelfeld. Beide Teams bevorzugen die 4-4-2-Position, also 4 Mann in der Abwehr, 4 im Mittelfeld und nur 2 Angriffsspitzen. Hall. Müller, Breitner, Beckenbauer,
Hoeneß. Aber eher auf Abwarten als auf schnellen Angriff angelegt, dieses Spiel der Bayern. Müller für Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, zurück zu Tormann Meier. Ganz eindeutig auf Zeitgewinnen ausgerichtet, dieses Spiel der Bayern. Sie wollen mit 0:0 in die Kabinen gehen. Breitner und nochmals zu Meier. Solcher Fußball gefällt natürlich dem Publikum nicht und die ersten Unmutsäußerungen des bisher sehr fairen Liverpooler Publikums. Und das ist der Pausenpfiff von Schiedsrichter Gonella. Es wundert eigentlich, dass der FC Liverpool nicht die Konsequenzen aus der torlosen ersten Spielhälfte gezogen hat und ausgetauscht hat. Bisher vermochte sich der Angriff der Briten nicht durchzusetzen. Es gab in den ersten 45 Minuten keine wirklich herausgespielte Chance, wohl einige gefährliche Attacken, aber keine konstruierte Torchance des FC Liverpool. Der FC Bayern hat sein Ziel zur Hälfte erreicht. 0:0 hier in Liverpool im ersten Europapokalspiel der Cupsieger gegen den FC Liverpool. Abstoß vom Tore Seppel Meyers. Beckenbauer für Breitner, das war eine Einlage von Beckenbauer. Aber der Linienrichter hat auf Out entschieden, Out-Einwurf für den FC Liverpool. Hughes führt den Out-Ball durch. Highway gegen Breitner, schon des Öfteren den Kürzeren gezogen. Es ist ganz klar, mit der Zunahme der Spielzeit wächst die Selbstsicherheit der Bayern und verliert die Sicherheit der angreifenden Mannschaft, des FC Liverpool in diesem Fall. Lawler. Evans. Alun Evans, die Nummer 8. Er wurde für die runde Summe von 100.000 Pfund von Birmingham gekauft. Lawler, der Verteidiger als Mittelstürmer. Er ist ein angreifender Verteidiger, das ist bekannt. Man weiß es vom FC Liverpool und man weiß es auch von seinen Spielen in der englischen Nationalmannschaft. Noch einmal zu Evans, zu der Nummer 8. Er ist heute hier in allen Zeitungen mit einem Schäferhund abgebildet zu sehen gewesen. Und zwar zu Hause, wo er sich auf dieses Spiel vorbereitet hat. Das Bild sollte zeigen, der bissige Evans. Aber bisher war er eher sehr, sehr zahm. Er hat nur einmal mit einem Schuss an die 3 Tore erinnern können, die er den Bayern im März im Messecup hier zugefügt hat. Sünholz, bewundernswert, wie sich diese einzige Sturmspitze des FC Bayern, die Nummer 11, immer wieder einsetzt, immer wieder versucht auf eigene Faust doch etwas, das ist in diesem Fall einen Treffer, einen Auswärtstreffer zu erzielen. Lloyd, Keegan, wieder Lloyd,
und unkontrolliert. Beckenbauer. Müller. Wieder zu Sühnholz. Krauthausen. Nummer 8 ist Krauthausen, 9 Müller. Den Bayern gelingt es bisher vortrefflich, die Wucht des FC Liverpool im Mittelfeld abzufangen. Und technisch scheinen mir die Deutschen über dem FC Liverpool zu stehen. Freistoß nach einem Foul von Roth an Hughes. Highway. Wollte Meyer überraschen. Geklärt von Beckenbauer. Wieder Beckenbauer. Highway, das war ein Foul von Breitner. Der Highway immer näher rückt, der ihn hautnah deckt. Mitunter auch etwas unfair. Entschieden auf Abseits, Freistoß für den FC Bayern. Die Leistung des FC Bayern überrascht deshalb, weil die Mannschaft hier ja nicht ganz fit angetreten ist. Man hat allerlei Erkrankungen und Verletzungen gehört vor diesem Spiel. Von Keuchhusten, den Breitner hat, bis zu der Oberschenkelverletzung von Zobel, der ja in München geblieben ist. Zobel und Hansen stehen dem FC Bayern nicht zur Verfügung. Breitner, Hoeneß, Müller und Roth sind nicht ganz fit angetreten. Ja, dieser Fehler ist noch einmal gut ausgegangen. Keegan hat geflankt und Meyer den Ball abgefangen. Ein Fehler von Müller, Callaghan, Highway und Breitner. Breitner hat diesen gefährlichen Steve Highway gut im Griff. Hier haben Sie Breitner in Großaufnahme. Highway und wieder Breitner. Einer der unzähligen Eckbälle des FC Liverpool. Abgewehrt von Meyer und vergeben diese Chance von Lawler. Für Lawler kam diese Sache überraschend. Akrobatische Einlage jetzt von Meyer, der glücklich ist, dass Lawler diese große Möglichkeit ausgelassen hat.
und man kann wieder nicht von einer echten Torchance sprechen. Es war doch wieder mehr Wucht, mehr auf Zufall kalkuliert als präzise herausgespielt. Callaghan, Evans, Highway versucht es jetzt in der Mitte. Ross, Lala und souverän Franz Beckenbauer. Poppenhöfer. Nun, das Spiel der Deutschen ist gar nicht so sehr auf Tor ausgerichtet. Sie wollen hier ungeschlagen oder mit einer knappen Niederlage davonkommen. Sie wollen sich die blendende Ausgangsposition für das Spiel in München schaffen. Aber oft ist schon aus einem derart organisierten Abwehrspiel, aus einem derart kontrollierten Abwehrspiel, wie es die Bayern hier heute praktizieren, ein Überraschungstreffer für die verteidigende Mannschaft aus einem Gegenstoß geglückt. Und darauf ja bei den Deutschen Sühnholz, die Nummer 11, ganz allein, meist auf weiter Flur in der Hälfte des FC Liverpool. Out-Einwurf jetzt für Liverpool. Hier haben sie Evans, den Blondschopf. Smith. In diesem Augenblick waren alle Spieler des FC Liverpool in der Hälfte des FC Bayern, weit in der Hälfte des FC Bayern. Und jetzt wieder Sühnholz, der versuchte Gegenschlag. Smith. Callaghan. Es gibt kein Durchkommen für die Stürmer des FC Liverpool. Auch nicht für Evans, die Nummer 8. Bei einem Bankett heute zu Mittag hat der Präsident des FC Bayern seine Position mit der der Funktionäre des FC Liverpool verglichen und er hat dabei gesagt, sie kommen mir vor wie Rennstallbesitzer, ich hingegen nur wie ein Tierarzt. Er spielte darauf an, dass dem FC Liverpool alle Spieler zur Verfügung stehen, alle Spieler fit sind, dass aber der FC Bayern um die Fitness seiner Spieler bangen musste vor diesem Spiel hier in Liverpool. Der FC Bayern ist ja ein Spezialist im Europapokal, der Cupsieger. Er hat diesen Bewerb 1967 gewonnen. Er ist in der Saison darauf
bis ins Halbfinale vorgestoßen. Ist 1967-68 im Semifinale an Milan mit 2:0 und 0:0 gescheitert. Erst einmal nahmen die Münchner am Europapokal der Meister teil, und zwar 1969-70. Und damals war bereits Endstation in der Vorrunde gegen Saint-Étienne mit einem 2:0 Erfolg in München und einer Auswärtsniederlage von 0:3. Sühnholz und Hughes führt den Ball aus der eigenen Hälfte heraus. Keegan. Er wurde von Scunthorpe erworben. Und man hat mir heute hier gesagt, der finanzielle Direktor des FC Liverpool, er hat nur eine Kleinigkeit gekostet. Diese Kleinigkeit, das waren 30.000 Pfund, also auch ungefähr 2 Millionen Schilling. Die Sache hat gefährlich ausgesehen. Schiedsrichter Sergio Gonella hat bereits auf Abseits entschieden gehabt, bevor Keegan den Kopfball anbringen konnte. Wir haben jetzt ungefähr 15 Minuten der zweiten Spielhälfte gespielt und noch immer 0:0 zwischen dem FC Liverpool und Bayern München. In den letzten Wochen galt der FC Liverpool als angriffsschwach. Er hat in 7 Meisterschaftsspielen nur 3 Tore zustande gebracht. Er hat dann im letzten Meisterschaftsspiel gegen Nottingham Forest auf einmal 3 Tore erzielt, und zwar beim 3:2 Auswärtssieg, und man glaubte, die Stürmerkrise wäre behoben. Hier wird man bisher in der ersten Stunde des Europapokals gegen den FC Bayern eines Besseren belehrt. Ja, es war ein klares Foul, ein Foul von Hughes an Bullerroth. Die Zuschauer sind mit der Entscheidung des Schiedsrichters Gonella nicht einverstanden, aber ich glaube, sie war richtig. Evans wieder. Und dieser Fehlpass war ein Zeichen dafür, dass die Konzentration des FC Liverpool nachgelassen hat, dass Resignation allgemein Platz greift, dass man verzweifelt an dieser starken Gegenwehr des FC Bayern. Schneider. Ein Schuss, der Entlastung diente. Bevor noch der Ball kommt, sind zumeist alle Spieler des FC Liverpool richtig zugedeckt.
und es finden sich auch noch im freien Raum Spieler des FC Bayern, um diesen abzuschirmen. Evans, nun ein gefährlicher Schuss von Evans. Elyon Evans, der dreifache Torschütze des Messepokalspiels FC Liverpool gegen Bayern München. Ja, das war ein Foul von Hoeneß an Keegan. Keegan ist jetzt schon etwas nervös, er ist aufgebracht. Er wird von Hoeneß auf Schritt und Tritt bewacht. Hoeneß lässt Keegan nicht den geringsten Spielraum. Auch dieser Ausschuss diente nur der Entlastung. Es bestand keine Möglichkeit für einen Bayern-Spieler, hieraus irgendetwas zu machen. Das Terrain ist jetzt schon etwas aufgeweicht vom ständigen Regen, der mit Spielbeginn eingesetzt hat. Und auch etwas verwaschen jetzt dieses Spiel. Smith, der Kapitän. Keegan und da ist schon wieder Hoeneß. Breitner bei Highway. Es ist fußballerischer Paarlauf, der hier an der Anfield Road in Liverpool geboten wird. Beim Ausschuss behindert Tormann Meyer und Schiedsrichter Gornella hilft den Deutschen jetzt, indem er einen Freistoß gibt und den Deutschen etwas Luft schafft. Foul von Schwarzenbeck an Evans. Callaghan. Beckenbauer. Callaghan. Ein Foul an Lawler begangen. Von der Nummer 7 von Schneider. Und auch dieses Foul war typisch. Schneider war bei Lawler. Der Stürmer beim stürmenden Verteidiger als Verteidiger. Schneider trägt die Nummer 7. Freistoß von Smith. Callaghan. Lloyd, Meyer sehr, sehr sicher. Beckenbauer gegen Highway. Tormann Meyer war schon geschlagen. Wieder ein Eckball für den FC Liverpool. Die Engländer verstärken den Druck, aber nicht die Präzision des Spielers.
Und jetzt wird ausgetauscht. Die Nummer 16, Thompson, macht sich bereit. Hier haben Sie Thompson. Und er löst Hall ab. Also Thompson anstelle von Hall. In der 69. Minute des Europapokalspiels zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool. Thompson! Eckball wieder für den FC Liverpool. In Wien haben wir den FC Bayern Anfang August gesehen bei einem 4:0 Erfolg gegen Austria Wien. Er hat damals beeindruckt und er beeindruckt auch heute in einem keinesfalls eindrucksvollen Spiel. Er beeindruckt aufgrund seiner Kampfkraft, aufgrund seiner Konsequenz in der Verteidigung. Keegan. Ross. Freistoß für den FC Liverpool. Eckball. Meier war hier etwas überrascht worden. Der Ball wäre aber neben das Tor gegangen. Sicher ist sicher. Eckball und aus Eckstößen haben die Engländer ja bisher nichts erreicht. Heute ist Zeppel Meier der richtige Mann gegen englische Angreifer. Ein Tormann, der sich schonungslos ins Getümmel stürzt und sehr sicher hohe Bälle abfängt. Hughes zu Smith versucht einen Weitschuss. Die Engländer haben erkannt, dass die Deutschen aus nächster Nähe einfach nicht zu bezwingen sind, weil man nicht präzise durchkommt. Und darum hat jetzt Smith versucht, mit einem Weitschuss einmal sein Glück zu probieren. Hughes. Und das ist das Bewundernswerte an den Zuschauern hier, an den 42.949 Zuschauern, dass sie die Mannschaft weiter beklatschen, dass sie weiter anfeiern, dass sie mit Missfallenskundgebungen zurückhalten,
dass sie versuchen, die Mannschaft in Stimmung zu bringen, obwohl sie selbst es ja wahrscheinlich auch nicht mehr sind, auch nicht mehr sein können bei diesem Stande von 0:0. Sönholz. Eine halbe Stunde ist gespielt in der zweiten Hälfte, noch immer 0:0 zwischen dem FC Liverpool und Bayern München. Hiels, Beckenbauer, Krauthausen und weg mit dem Ball, eine Viertelstunde noch. Und dann haben wir unser Ziel erreicht, hat sich jetzt Krauthausen gedacht. Highway. Und wer glaubt, sie hat ihm den Ball abgenommen, sein ständiger Schatten Breitner. Wiedermeier gegen Lawler, der zum Kopfball bereit gewesen wäre. Fernschuss von Callaghan. Krauthausen Richtung eigenes Tor. Jetzt wieder zu Müller. Beckenbauer. Ja, diese Spielrichtung stimmt schon des FC Bayern. Er möchte sein Tor sauber halten. Er möchte einen Gegentreffer verhindern. Smith, kein schlechter Schuss von Smith, der jetzt immer wieder versucht, mit Weitschüssen das Tor von Seppelmeier zu gefährden. Hier haben sie Hughes, den Kämpfer im Mittelfeld, der Mann, der versucht, Linie in das Spiel des FC Liverpool zu bringen. Aber die Linie ist bisher Einsatz, Wucht. Rot. Krauthausen. Schneider. Beckenbauer. Er ist heute noch kein einziges Mal nach vorne gegangen. Er dreht auch jetzt wieder um für Krauthausen. Krauthausen, Sönholz,
ihm würde ich ein Tor gönnen. Schon aus dem Grund, weil er sich ganz allein gegen die Abwehr der Engländer durchzusetzen versucht hat. Weil er nicht aufgegeben hat. Weil er immer wieder angerannt ist. Schwarzenbeck. Smith. Thompson. Sich etwas abgestützt mit der Hand. Hughes. Und Thompson. Rot. Sühnholz. Ein Foul von Sühnholz an Smith. Smith nimmt die Entschuldigung entgegen. Verziehen Freistoß für den FC Liverpool. Bill Shankly, der Manager des FC Liverpool, hat mir gesagt heute, unser Ziel ist es, das halbe 100 in europäischen Fußballbewerben zu erreichen. Heute spielen sie zum 48. Male seit 1964. Und das halbe 100 wäre nur zu realisieren, wenn man die Hürde FC Bayern nehmen könnte. Smith, Lala, Evans, Evans und Gerd Müller. Jener Gerd Müller, der in den letzten beiden Länderspielen Deutschlands 5 Treffer erzielt hat, der beim letzten Meisterschaftssieg des FC Bayern beim 3:1 in Hannover 2 Tore erzielt hat. Dieser Goalgetter Gerd Müller hat heute hier einen glänzenden Abwehrspieler abgegeben. Einen glänzenden Mann im Mittelfeld. Und er hat damit bewiesen, dass er ein technisch sehr versierter Spieler ist. Ein technischer Könner und nicht nur ein Goalgetter. Callaghan war das hier jetzt im Bild, die Nummer 11. Er hat etwas enttäuscht. Der Routinier in der Mannschaft des FC Liverpool. Und wenn Callaghan nicht so gut zum Zug gekommen ist, dann ist das ein Verdienst von Gerd Müller. Einmal in einer anderen Rolle als Bewacher eines Gegenspielers. Es sind noch 6,5 Minuten hier zu spielen in Liverpool. Noch immer 0:0 zwischen dem FC Liverpool und Bayern München. Diese Begegnung gilt als Top-Begegnung dieser zweiten Runde im Europapokal der Cupsieger.
Bisher ist sie einiges schuldig geblieben, vor allem von Seiten der Liverpooler. Das war ein Schuss von Ross, von der Nummer 3. Smith für Lawler. Und Sühnholz hat sich hier den Ball selbst erkämpft. Beckenbauer. Müller. Schneider. Koppenhöfer. Bulle-Roth. Jetzt wäre die Abwehr der Bayern etwas entblößt. Highway hat das nicht nützen können. Smith. Hier haben sie Smith. Keegan. Hat es auf eigene Faust versucht. Die Gäste spricht Bände. Resignation beim FC Liverpool. Er weiß, dass er sein Ziel hier nicht erreicht hat. Das kann man jetzt 4 Minuten vor Schluss bereits behaupten. Es ist kaum anzunehmen, dass sich der Charakter des Spielers in den letzten 4 Minuten entscheidend ändert. Callaghan. Meier. Ja, das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit des FC Liverpool in diesem Spiel gewesen. Eine Möglichkeit, die zu spät erkannt wurde. Die Möglichkeit der Weitschüsse. Der Schüsse aus der zweiten Linie. Eckball für den FC Liverpool. Kopfball von Keegan. Callaghan. Ja, diese letzten Minuten sind eine Zusammenfassung des Spieles. Der FC Liverpool weiter überlegen, weiter unkontrolliert. Er kann sich der genauen Deckung durch die deutschen Spieler nicht entziehen. Er besitzt nicht jene zweite Linie, die diese abgeschirmten Angreifer entlasten könnte, eben mit Weitschüssen.
Zeitlupenfußball jetzt des FC Bayern. Müller. Tja, der erste und wahrscheinlich einzige Schuss des Gerd Müller in diesem Spiel. Ein schwacher Schuss. Ein Schuss, der nur Zeit einbringen sollte und der gar nicht ernst gemeint war. Rot, ein Foul von Callaghan an Rot. Hier haben sie Bulle Rot, der kräftige Spieler des FC Bayern. Ein Spiel, das im Allgemeinen enttäuscht hat. Schneider. Es kann nur noch wenige Sekunden gehen zwischen dem FC Liverpool und hier ist auch schon der Schlusspfiff. Europapokal, der Cupsieger zwischen dem FC Liverpool und FC Bayern München. Ein torloses Remis 0:0. Die Bayern sind glücklich. Die Bayern freuen sich über dieses Ergebnis. Die Engländer sind entsprechend niedergeschlagen. Es war ein Spiel, das im Zeichen der Überlegenheit des FC Liverpool stand, der aber diese Überlegenheit nicht hatte nützen können. Eine glänzende Verteidigungsleistung des FC Bayern. Und der FC Bayern hat sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in 14 Tagen in München geschaffen. Meine Damen und Herren, ich darf mich damit von Liverpool, vom Stadion an der Anfield Road verabschieden.